Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich wieder für das Thema Kinderschuhe und Kinderfüße interessieren. Kurz vor meiner Abreise in den Urlaub haben wir ein ganz tolles Thema aufgenommen oder was heißt aufgefasst während des Verkaufsgespräches, was ja bei uns immer sehr häufig passiert, dass man einfach so Dinge aufschnappt und sagt, hey, darüber könnte man zum Beispiel mal wieder ein Video machen. Und meine Frage wäre an euch, müssen Barfußschuhe immer breit vorne sein? Diese Frage haben sich bestimmt schon die ein oder anderen Eltern mal gestellt. Warum ist das so? Muss das jetzt so sein? Weil Hintergrund dieser Frage war eigentlich die Geschichte im Verkaufsgespräch mit meiner Kollegin, wo sozusagen die Mama die Worte der Oma wiedergegeben hat, dass Barfußschuhe immer zwingendermaßen vorne breiter gearbeitet sein müssen. Und da stellt sich natürlich die Frage, muss das jetzt so sein? Wer bei uns schon mal öfters in die Videos mit reingeschaut hat, wird natürlich erkennen, dass gerade wir als Kinderschuhtanten und ich in meiner Person ganz besonders immer sehr auf die Passform achte. Und demzufolge kann man jetzt auch diese Frage ganz einfach beantworten, nämlich die Fußform sollte also entscheidend sein, für welche Variante ich mich bei einem Barfußschuh entscheide. Nehme ich zum Beispiel die breitere Version, dann passt das natürlich auch nur an breitere Füße mit einem breiteren, ausladenden Auftritt vorne im Ballenbereich. Habe ich hingegen bei meinem Kind einen doch recht schlanken, dünnen oder zarten Fuß, dann würde also dieser Fuß niemals diese breite Version zum Beispiel ausfüllen und man hätte dann sozusagen diesen Schwimmflossen-Effekt. Man hört es dann noch teilweise am Laufen. Kinder haben vorne da nicht mehr so dieses Gefühl im Schuh und man patscht also mehr. Und das wollen wir natürlich nicht. Der Schuh soll passen, der Schuh soll anliegen am Fuß und demzufolge bitte auch immer einen Blick auf die Sohle mitwerfen. Noch einfacher ist es dann natürlich, wir werfen einen Blick sozusagen auf die Innensohlen. Und das ist ja auch immer das, was ich in fast allen Videos immer mit besage, beschreibe, darstelle und erkläre, warum das so wichtig ist. Wenn ich also hier jetzt zum Beispiel von beiden Schuhen mal die Innensohle vergleiche, würde man also sehen, dass man hier bei dem breiteren Modell logischerweise einen Überstand hat, der teilweise 3, 4, 5 mm ist. Und wenn ich diesen nicht ausfülle als Kind mit meinem Fuß, habe ich in diesem Bereich keinen Halt, keine Passform. So, das bedeutet auch immer wieder, ein Fuß kann nicht entspannt laufen, kann nicht entspannt abrollen. Der Fuß verkrampft, weil er ist jetzt ja bemüht, dieses etwas zu weite etwas am Fuß zu halten. Dass es da bleibt, wo es auch hingehört. Deswegen, liebe Eltern, liebe Käufer, liebe Interessenten für Barfußschuhe, achtet bitte immer auf die Breite, auf die Auftrittsbreite bei der Wahl eurer Modelle. Und damit klärt sich natürlich ganz toll und von alleine diese Frage, schmale Barfußschuhe für schlanke Füße, breite Barfuß oder breiter gearbeitete Barfußschuhe natürlich für breitere Füße. Und bitte nicht andersrum, weil dann wird es niemals der passende Schuh werden. Ich hoffe doch, bis zum nächsten Mal haben wir wieder ein paar Fragen mehr geklärt und freue mich auf ein nächstes Mal. Einen lieben Gruß an unsere Abonnenten und alle, die sonst noch zugeschaut haben oder vielleicht es zukünftig möchten.